So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Forest, wo hier gerade ja eine Menge Chaos herrscht. Und wo sich anscheinend auch gerade ein paar Eingeborene verprügeln wollen oder so, keine Ahnung. Alter Schwede. Alter, das war eine total beschissene Idee. Ja, ist ja gut. Okay, einer rennt schon mal weg anscheinend. Oh, Hilfe. Der darf mich bloß nicht erwischen, das ist nicht tot. Ich mach mal was. Hä? Der brennt doch. Wie kann er denn nun mal weiterkämpfen? Was ist denn das für ein stabiler Mann? Das interessiert die überhaupt nicht. Hä? Hä, was ist denn hier los, ey? Okay, das ist ja mal mega interessant. Boah, Hilfe. Scheiße, ey. Ich weiß echt gerade gar nicht, was ich machen soll. Oh shit. Oh, und die rufen schon die nächsten, ne? Okay, warte mal, ich geh mal kurz rein hier. Die Situation ist gerade sehr gefährlich. Alter, ey. Okay, und der haut ab. Ah, ich hab schon wieder die nächsten da draußen ge. Ja, guck mal, da kommt schon der nächste. Alter, was ist denn hier los mittlerweile? Was ist denn hier los, bitte? Die kommen hier durch, ne? Ja, natürlich. Ach du Scheiße, ey. Alter. Was geht hier mittlerweile ab, ey? Hä? Was macht die da? Hä? Hallo? Alter, Alter, was ist denn hier los? Alter! Alter, das ist voll für die Prügelei hier. Alter, die verprügeln sich alle hier gegenseitig. Was ist denn hier los, bitte? Hä? Was geht denn hier ab, bitte? Ey, die verprügeln sich einfach mal alle gegenseitig hier bis zum bitteren Ende, oder was? What the fuck? Alter, was geht denn hier bitte vor sich, ey? Boah. Wo sind die anderen eigentlich? Also ich habe echt keine Ahnung, was hier mittlerweile abgeht, ey. Oh shit. Ich traue mich schon gar nicht mehr raus hier, weil das so gefährlich ist mittlerweile. Boah, ich frage mich echt, wie wir das hier mit diesen Dingen da schaffen wollen. Ich weiß es nicht. Alter! Oh! Ich bin schon grau. Nee, Moment. Pause, Pause, Pause. Scheiße! Oh, fick dich, ey. Ach, sorry, dass ich jetzt das raushaue, aber das war zu heftig.
Alter, ey. Also ich verstehe auch mittlerweile echt nicht, was hier los ist, ey. Es ist echt nur noch das reinste Chaos dort. Es kommt ja echt nur noch Dauerbesuch ohne Ende dort. Wir haben ja wirklich keine Chance mehr irgendwie. Was schon ein bisschen doof ist. Wobei ich mich langsam echt mal überlegen bin, ob ich das doch mir lieber mit dem schweren Modus doch sein lassen sollte. Oder vielleicht sollten wir doch erstmal mit dem neuen Bauspot beginnen, dass wir vielleicht erstmal da weiterbauen. Vielleicht wäre das erstmal besser, damit wir uns erstmal da ein bisschen ausrüsten können. Oder... Wir machen es, glaube ich, mal anders. Wir lassen unseren jetzigen Bauspot, glaube ich, erstmal, ich sag mal, beiseite stehen. Ja, hört sich zwar doof an, aber wir werden irgendwann mal wieder zurückkehren. Aber ich würde, glaube ich, erstmal eine neue Baustelle suchen. Dort erstmal ein zweites Lager errichten, weil das wollte ich sowieso machen. Und zwar an einer Stelle, wo es erstmal, glaube ich, viel, viel ruhiger ist als da, wo wir jetzt aktuell bauen. Weil das ist echt zu viel mittlerweile. Man hat ja gesehen, was da gerade abgegangen ist. Also ich wurde gerade echt nur von Ureinwohnern einfach nur fertig gemacht. Und die haben sich auch alle gegenseitig verprügelt. Ich weiß gar nicht mal warum. Das habe ich ja so noch nie erlebt, ey. Alter, die haben sich alle bis zum bitteren Ende fast verprügelt, ey. Die hätten sich beinahe alle umgebracht dort, ne? Das habe ich so noch nie gesehen, ohne Scheiß. In solchen Ausmaßen noch nie. Da haben sich, glaube ich, 4, 5 Leute geprügelt oder so bis zum bitteren Ende. Also das war ja echt eine halbe Massenschlacht dort, keine Ahnung. Alter. Also unglaublich, was hier mittlerweile los ist auf dieser Insel. So, wir sind jetzt mittlerweile, ja, wir sind natürlich wieder hier, ne, im guten alten Hauptdorf. Komm, wir machen das, glaube ich, mit dem neuen Bauspot, weil das ist wirklich... Ich weiß echt nicht. Aber der Spot, wo wir dann bauen werden, der ist auch viel, viel ruhiger, weil das, glaube ich, auch der... Ja, es müsste eigentlich rein theoretisch gesehen der ruhigste Ort der Insel sein. Einige wissen es bestimmt sofort, wo es ist. Andere haben keine Ahnung. Da habe ich gesagt, vor ein paar Jahren schon mal gebaut. Und das war eigentlich wirklich relativ ruhig. Das sind halt nur... Ach, schade. Nur ganz selten mal Leute vorbeigekommen. Es wird jetzt zwar keine übermäßig riesige Basis werden, aber so vielleicht so eine, ja, so eine mittlere vielleicht. Da habe ich sogar eigentlich eine geile Bauidee, was ich da gerne mal umsetzen möchte. Was ich so noch nie gebaut habe tatsächlich. Das habe ich mal gesehen in einem Video. Der Bauspot, der ist, naja, der ist eigentlich in die Richtung. Wir müssen erstmal ein Stückchen dahin laufen. Aber ich nehme erstmal ein bisschen was mit hier. Weil um echt zu sein, hier bauen, das kannst du vergessen. Oh Gott, und wir haben jetzt auch noch zwei Seile, die ich da reinbauen könnte, ne? Na super, ey. Oder ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt für die Folge noch bei unserem alten Bauspot und in den nächsten würde ich sagen, gehen wir dann erstmal zu einem anderen Ort und bauen dann da weiter. Wo es wirklich erstmal ein bisschen, ja, das war auch mal wieder was Neues bauen irgendwie. Da hätte ich auch wieder Lust und ja, da kommen sowieso schon wieder die nächsten. Alter, ey. Warum hat er... Ach so, ich habe mich schon gewundert, warum der Koffer Fleischgeräusche gemacht hat. Ach, toll, ey. Das ist echt nicht gut, was hier passiert. Alter, ey. Ja, der kommt natürlich auch wieder hinterher, warum nicht? Ey, wie gesagt, wir machen die 5. Staffel nicht mehr im harten Modus, vergiss es. Das ist echt zu übertrieben, was hier mittlerweile abgeht. Es kommen halt echt nur noch Mutanten und so vorbei. Also du hast da wirklich keine Chance mehr gefühlt.
Falls im zweiten Teil so ein Sons of the Forest auch ein harter Modus rauskommt, ich glaube, den werde ich aber nicht spielen. Ich glaube, ich bleibe bei normal, weil das ist wirklich für mich eher der angemessene Modus. Da kann man. Ich komme halt echt auch mehr zum Bauen irgendwie. Aber das hier, ich meine, das ist ja. Weiß ich nicht. Nee, da kommt noch mehr. Ja, das meinte ich. Ich würde um echt sein. Ich würde. Ja, du hast jetzt auch noch ans Regnen. Ich würde um echt zu sein eher lieber ruhig bauen als ja, die ganze Zeit zu sterben oder so. Ja, dazu komme ich halt kaum noch irgendwie. Alter, jetzt kommen da noch mal welche oder was? Ey, das ist doch nicht mehr normal, was hier abgeht. Okay, was das hier machen, glaube ich, mal was ganz anderes. Ich glaube, ich würde die Staffel jetzt doch langsam beenden, weil. Ja, es ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu viel, irgendwie im schweren Modus die ganze Zeit immer nur zu kämpfen. Ja. Also an sich ist ja wirklich gut für die Herausforderung. Das ist richtig geil. Ja, haben wir auch schon ganz häufig festgestellt. Aber ja, ich würde ehrlich gesagt doch lieber mal wieder ein bisschen ruhiger bauen, muss ich zugeben. Also mir fehlt das ein bisschen. Also ein paar Kämpfe sind auch okay. Aber das hat jede Folge irgendwie 30 Mutanten oder so vorbeikommen, dann ständig irgendwie in der Gegend bleiben, weiß ich nicht. Das ist mir dann doch echt, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann würde ich es, glaube ich, so machen, dass ich, glaube ich, die Staffel jetzt doch abschließe, weil. Ja, gut, wir haben. Ja, das Ende an sich haben wir durchgespielt. Das ist ja kein Ding. Das so ist, wir haben das Artefakt halt leider immer noch nicht. Ja gut, ich brauche es an sich nicht unbedingt holen, also. Aber Hauptsache, wir haben das Ende durchgespielt, dass ich das wenigstens auf meinem Kanal schon mal gezeigt habe. Also eigentlich wollte ich hier ursprünglich ja auch noch das Artefakt holen, aber ich glaube, das würde ich in der Staffel nicht mehr machen. Das werden wir wahrscheinlich im, ja, das werden wir im Multiplayer, glaube ich, machen, das mit dem Artefakt. Dann werden wir das da eher sehen, weil ich glaube hier, ich weiß nicht, ich würde glaube ich eher lieber auf dem normalen Modus spielen, das finde ich eher lieber angenehmer irgendwie. Weil da kann man auch viel besser bauen und so weiter. Ich finde das viel, viel angenehmer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die Erfahrung hier im schweren Modus war gar nicht mal so schlecht irgendwie, wie ich finde. Aber ja, es ist irgendwie, es sind, ja, du kommst halt wirklich kaum noch zum Bauen irgendwie. Du musst halt wirklich echt hetzen. Aber an sich eigentlich trotzdem ein sehr guter Modus, wie ich finde. Ja, du hast da wirklich die Herausforderungen so. Ja, die habe ich auch. Also die war auch ab und zu mal richtig geil gewesen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich würde doch eher lieber eher wieder ein bisschen friedlicher bauen. Das reicht mir schon, wenn ab und zu mal ein paar Mega-Horden vorbeikommen. Also, ja, man sieht auch im Normalmodus ab und zu mal vielleicht mal ein paar große, schwere Kämpfe vielleicht. Aber die sind nicht so häufig wie hier. Und man kommt halt auch wirklich mal wieder zum Bauen. Das finde ich halt viel, viel angenehmer. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist halt nur noch die Frage, wo ich halt die fünfte Staffel mache. Also entweder mache ich es auf dem PC oder halt auf der Playsee. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Aber ich glaube, ich würde die vielleicht nochmal auf der PlayStation, glaube ich, nochmal machen. Weil, ja, keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen irgendwie. Oder wir müssen auch wieder auf dem PC wie in den guten alten Zeiten, müssen wir mal gucken. Wäre auch okay. Da wäre das sozusagen eigentlich die letzte Folge in dieser Staffel. Also ich hätte es wirklich echt gerne länger gemacht, aber
Es sind halt echt mittlerweile zu viele Gegner irgendwie. Also ehrlich gesagt, naja, nicht so viele Gegner, aber zum Teil schon irgendwie. Es ist halt ganz schwierig zu sagen. Aber ich komme halt kaum noch irgendwie zum Bauen. Das ist das Problem, ne? Was ich hier habe. Und das vermisse ich ein bisschen. Wie gesagt, wir können dann halt auch in der fünften Staffel halt auch so ein großes Haus bauen. Das ist ja kein Problem. Aber wir haben dann halt auch wieder eine etwas bessere Chance als, naja, ich sag mal, die jetzige Situation, weil es kommen halt immer wieder Mutanten in jeder Folge, so viele Horden, dass sie die echt nicht bestemmen können. Ich weiß, sie haben an sich noch so viele Baustellen und so, aber ja, das wird sich halt echt in die Länge ziehen. Also eigentlich wäre ich schon längst, ja, schon lange fertig, glaube ich, damit. Wie gesagt, da halt so viele Horden kamen, hat man halt immer weniger so eine Chance gehabt und das war halt schon. Es war schwierig. Schwierig, sagen wir es mal so. Ja, dann würde ich mal sagen. Also ich finde es schade, dass sie das mit der Insel nicht mehr gemacht haben. Vielleicht bauen wir in der fünften Staffel nochmal hier. Vielleicht überlege ich es mir nochmal. Ich würde es sogar an sich sogar lieb gerne eigentlich machen. Hätte ich Lust drauf. Tja, das könnten wir eigentlich schon an sich wirklich machen. Ich glaube, die fünfte Staffel würde ich dann doch wieder auf dem PC wieder aufnehmen. Ja, weil ich glaube, die PlayStation-Version, die haben wir das auch nochmal gesehen halt, ne? Da können wir uns auch nochmal von der richtig verabschieden. Ja, dann würde ich jetzt zum Beispiel die nächste Folge gleich anfangen, dann würden da so gleich wieder Mutanten kommen und so weiter. Ja, und die bleiben halt immer so lange irgendwie hier, da kann ich ja keine Bäume mehr fällen irgendwie, ne? Das dauert halt immer ewig. Ne, das ist halt das Ding. Und ja, deswegen. Ich will doch lieber ehrlich gesagt doch eben ein bisschen eher etwas runterfahren. Das ist mir dann ein bisschen lieber. An sich, das große Haus haben wir eigentlich schon gut, ja, vorangebracht. Aber mir wäre es dann, glaube ich, im normalen Modus dann doch glaube ich, eher lieber. Muss ich zugeben. Also jeder hat dann natürlich seine eigene Meinung, aber ja. Und außerdem haben wir die dritte Staffel ja auch im harten Modus gespielt. Also ich glaube, irgendwann reicht es auch mal. Da würde ich auch eher lieber wieder im normalen Modus spielen, weil ich glaube, ich habe es auch erstmal genügend auf dem harten. Ja, siehst du, das meinte ich. Ich habe es, glaube ich, auch erstmal genügend auf dem harten Modus gespielt. Aber halt jede Folge Mutanten, ich weiß nicht so wirklich. Alter, hier, das meine ich nämlich. Ich könnte das an sich gegen die nicht kämpfen. Ich könnte das keine Bäume fällen. Aber ich bin das quasi umzingelt, ja. Ich will es eher lieber ruhiger haben. Das ist mir viel lieber. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich viel, viel lieber. Als die Situation. Der wir sagen, schließen wir das am besten so ab. Ja, aber an sich haben wir auch schon einiges in dieser Staffel geschafft. Wir haben das Ende durchgespielt. Das werden wir natürlich im Multiplayer noch einmal machen. Und wir haben ja das Grundhaus an sich haben wir schon fertig mit dem coolen Aufzug und so weiter. Und wegen dem neuen Haus in der fünften Staffel, da habe ich auch schon eine coole Idee. Eigentlich wollte ich das hier machen, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann in der fünften Staffel. Da werden wir die beiden Spots machen und ja, siehst du, da sind nämlich schon wieder welche. Ja. Soll ich mich mal mit Absicht machen? Alter. Guck mal, es sind schon wieder so viele. Alter, ey. Und dennoch Mutanten irgendwo hier, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich lasse mich mal mit Absicht umbringen. Dann haben wir das auch mal gesehen. Ich mach das mal, ich ergib mich. Vierzig Tage, ernsthaft? Oh nee, jetzt würde sogar der neue Mutant kommen eigentlich, ne? Na nee, gut, aber dafür werden wir ihn in der nächsten Staffel sehen. Aber ich habe es auch mit Absicht getan, weil ich jetzt wirklich die Staffel abschließen will. Keine Sorge, die neuen Mutanten, die werden wir natürlich auch in der nächsten Staffel sehen, ist ja kein Problem. Das Bagel-Monster haben wir auch schon im Wald gesehen einmal. Ne, also das hier hätten wir auch schon eigentlich erreicht. Ja,
Aber wie gesagt, mir reicht das, glaube ich, erstmal mit einem harten Modus. Ich würde, glaube ich, eher lieber auf diesem Modus wieder spielen, den empfohlenen. Ne, stärkere Gegner, schwereres Überleben, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Das würde ich überhaupt nicht machen, weil man dann noch weniger Tiere hat. Das ist halt extrem schwierig. Das ist ja langweilig, aber ja, aber eigentlich auch ziemlich cool, weil du halt wirklich surviven und bauen kannst. Aber ohne Gegner halt. Und das ist halt der Kreativmodus, aber den finde ich irgendwie auf der PlayStation ein bisschen doof, weil man da gar keine Gegner hat. Dafür sehe ich auch ein bisschen alleine. Auf dem PC kannst du Gegner, wenn dann noch einstellen, aber hier, ja, weiß ich nicht wirklich. Aber ich würde mal sagen, die fünfte Staffel machen wir dann wieder auf normal. Es ist wirklich viel, viel angenehmer. Das Ende haben wir schon durchgespielt, das mache ich dann da aber nicht nochmal. Ich würde dann mich eher aufs Bauen konzentrieren, wäre so eine schöne Basis zu bauen. Ich finde das eher viel cooler. Und dann haben wir dann da auch wieder unseren Spaß. Dann schauen wir mal, wir haben nämlich wirklich insgesamt anscheinend 40 Tage überlebt. Da steht jetzt nur 34. Ja gut, da steht halt nur 34 da. Keine Ahnung, was er denn mit 40 meint. Ganz komisch. Ja, gut, dann war es das auf jeden Fall mit Staffel 4. Wie gesagt, an sich, das Spiel durchspielen haben wir an sich geschafft. Ne, das war eigentlich auch mein Hauptziel dieser Staffel gewesen. Ja, und wie gesagt, wir werden dann halt im normalen Modus spielen, wo wir dann wieder ein bisschen entspannter bauen können. Es wird nicht mehr so schwer sein wie vorher. Da können wir dann ein bisschen runterfahren. Keine Sorge, es werden immer noch Gegnerhorden auftauchen, aber nicht mehr so schlimm wie jetzt, weil immer nur Mutanten in jeder Folge, weiß ich nicht. Es wird dann seltener sein, aber sie werden trotzdem immer noch da sein. Und das finde ich dann, ja, doch schon ein bisschen besser und angenehmer irgendwie. Der schwere Modus, wie gesagt, den habe ich jetzt 2 Staffeln mal ausprobiert und so, und das war auch eine interessante und coole Erfahrung zum Teil anderen. Zum anderen Fall war es halt auch manchmal ein bisschen zu viel irgendwie, aber trotzdem cooler Modus. Könnt ihr auch mal ausprobieren im schweren Modus, falls ihr wollt. Also sonst spielt halt normal. Und wie gesagt, die fünfte Staffel machen wir dann auch normal, würde ich mal sagen. Gut, das waren dann offenbar meine Worte für diese Staffel. Hat mir offenbar an sich sehr viel Spaß gemacht, auch das Ende mal wieder zu spielen nach Ewigkeiten. Und ja. Da sehen wir uns halt entweder in einem anderen Spiel oder halt im nächsten Forest irgendwas wieder. Da gibt es ja noch Multiplayer, fünfte Staffel und dann noch das alte Forest. Könnt ihr euch auch so was ihr gucken wollt, ne? Da gibt es alles jetzt so hier. Ja, und da gibt es halt noch Limbo und ja, Visage und so. Das könnt ihr auch noch alles angucken. So, viel gequatscht und ja, dann bedanke ich mich offenbar für das treue Zusehen in dieser Staffel. War hart, lustig, schlimm, cool und so weiter. Ja, war offenbar eine sehr abwechslungsreiche Staffel. Und wir sehen uns dann offenbar in der nächsten Staffel wieder. Bis dann offenbar. Ciao.